gehen kurz vor Schluss. Also, wenn ich den Fall jetzt nicht getroffen hätte, wäre ich, glaube ich, tot. Dann wäre ich, denke ich mal, tot. Wie kann man noch hochleveln? Warte, Tobi, ich habe eine Challenge. Schon wieder? Für was jetzt? Für. Ein verzierter Bogen und ein totes Pferd. Für was jetzt? So, dann muss ich wahrscheinlich wieder zurück und das Geld abholen. Dann hole ich mal mein Pferd. Ah, du hast los. Zugeschaut. Braves Pferd. So. Ella. Ella. Heißt Ella langsam? Hm, Demi ist nicht dran. Schade, schade. Der könnte es jetzt sagen. Okay, ich nehme Wetten an. Los. Wer gewinnt? Sparta oder Das überlebst du nicht. Ja, okay, jetzt gewinnen. Ja, okay, das war zu spät. Verdammt. Schade. Ist ja lustig. Also so eine Wette, wer gewinnt, Sparta oder Martin. Ja, los. Du bist zurück? Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun ist es an mir, das Gleiche zu tun. Nimm dies. Du könntest Teil meiner Besatzung werden. Oh, was kann er denn? Entschuldigung, was kann er denn? Das ist doch ein Lehrer. Nee, der. Nee. Den nehmen wir nicht mit. Wo ist mein Pferd? Nee, den wollte ich jetzt nicht mitnehmen. Wir brauchen doch die Leute. So, komm mal mit, Pferd. Genau. Okay. Das ist geil. Warte mal. Das ist richtig geil. Weil. Also, ich glaube, das war gerade so, weil. Warte, ich pfeife nochmal. Das Pferd kommt dann. Los. Geil! Und ich steige automatisch auf. Okay, das ist cool. Das ist richtig nice. I like it. Wo ist Demi, wenn man ihn braucht? Rex sagt Sparta, ich sag Athen. Das waren keine Spartiaten, nur Spartaner. Ja, die bringen einfach auf. Die springen einfach auf. Also ja. So, Tierliebhaber in Odyssee. Du weißt schon, das ist von Ubisoft. Also die Challenge wird man nicht machen können. Das ist einfach unmöglich. So. Wo ist jetzt die Quest von dem Coolen? Hier, der da. Geh mal. Ja, ich muss noch mal zu einem spartanischen Vor. Ah, ist das so, dass da, wo dieses Schild mit zwei Speeren sind, ist da die Medaillen oder was weiß ich, was ich brauche für die Quest, die Siegel, sind die da? Genau, spartanische Siegel, sind die da, wo die Dinger sind? Guten Tag! Ey, Wolf, jetzt chill mal. Los. Was?
Uiuiui, uiuiui. Ey, Athena, viel Spaß mit den Leben. Komm schon. Lol, ich bin einfach in so ein Löwennest reingestolpert. Ah, da oben. Ella. Und weiter. Gut. Oh, ja. Uiuiui. Löwen. Die mögen mich jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Als ob ich denen jemals was tun will. Das macht einfach Spaß. So. Wo ist denn... Da könnte auch so ein Feldlager sein. Oh. Ein Freund in Not. Mhm. So. Cam noch an. Und dann schauen wir mal, was das hier ist. Und dann gehen wir mal hier hoch. Vielleicht dann, ja, finden wir währenddessen einfach alleinstehende spartanische Lager. Und los geht's. Los geht's. Es ist da auf jeden Fall, also das sieht nicht so gut aus hier. Kann man hier nachfragen, was passiert ist? Abgesehen davon, dass es halt abgebrannt ist, aber... Ella! Dieses ganze abgebrannte Land, Entschuldigung, ist vor den Spartanern. Aber ich glaube mal nicht, dass ich da ein Siegel bekomme. Aber ich werde mich trotzdem drum kümmern. Einmal schauen. Die Gegend wird gut bewacht. Was war das? Ich weiß nicht. Schau doch noch mal nach. Steh nicht so dumm rum. Oh, das ist ein hoher Typ, ne? Ja, ich weiß sie nicht. Ja, komm her. Oh, das ist so ein Vetter. Du lieber Himmel. Ja, als ob ich ihn nicht. Bist du bescheuert? Dammit! Aua! Das war daneben. Aua! Aua! Na gut, dann gehe ich halt nochmal runter. Runter! Aua! Was ist los bei euch? Ihr seid ja keine Gentlemen.
Warte, ich gehe mal kurz hinter das Haus. Wieso kann ich die nicht mehr... Ich kann die nicht mehr töten. Das ist ein bisschen blöd. Ein bisschen... Ciao. Nein. Ciao. Es läuft echt gut gerade. Also muss ich sagen. Also besser als sonst. Ich weiß echt nicht, warum ich die nicht töten kann. Also, Gott. Was mache ich eigentlich gerade hier? Ich weiß es doch selbst nicht. Hier ist ein Busch. So, jetzt mag ich nicht. Mehr. Aber ich konnte die zwei jetzt echt nicht attentatieren. Und so viel Schaden mache ich nicht. Ist er dumm? Ja, wahrscheinlich. Alter, aus ob du dumm bist, habe ich gefragt. Deine Spur? Nichts! Alles sieht sicher aus! Egal, sucht weiter! Niemand kann sich in Luft auflösen! Er ist echt zu dumm. Die schauen gerade her, jetzt schauen sie gerade weg. Na also, Dankeschön. Guten Tag. So, den Rest schaffe ich auch so. Aua. Oh, das habe ich gespürt. Ja, schrei nicht. Ich höre dich auch so. Hast du mich gerade getreten? Das kann ich auch, aber gegen die Luft. Ich bin nicht so fies und trete dich. Kommst du? Dein Tod wird mir sehr viel Freude bereiten. Mhm. Das Duell der... Alter. Jetzt sterbe ich gegen den Noob hier. Oh Gott. Hey, Dimi. zum Glück hast du das Peinlichste hier verpasst. Hoffe ich doch. Ich weiß nicht mehr das... Zum Glück habe ich mich geheilt. LOL. Ich hätte. Ja, ich habe alle getötet. Ups. Ups. Ich weiß leider nicht mehr das Wort, was ich dich
fragen wollte, was das bedeutet. Ich weiß es echt nicht mehr. Ja, naja. Aber jetzt, da du da bist, kann ich dich das nächste Mal fragen, wenn das wieder kommt. Kein Fall nennt sich. Tobi sprengt sich erstmal selbst in die Luft. Ja, das war wie, als wäre das Dynamit. So, man zündet es an und weiß nicht, ob das geklappt hat. Beziehungsweise ich wusste nicht, ob... Ernsthaft. Bist du dir sicher, dass du gegen... Ja, gell? Die Tiere sind hier so aggressiv. Okay, das hat nicht geklappt. Oder es brennt schon und ich sterbe jetzt gleich wieder. Muss ich... Ich muss doch hier hin, oder? Ah ja, okay. Ah, okay. Und jetzt macht's Boom. Also da oben. Keine Ahnung warum, aber es hat Boom gemacht. Und hier ist eine Truhe, die natürlich komplett... Nein, ich jetzt hör auf, da drauf zu steigen. Die ist jetzt komplett... toll. Ja, Sarah, habe ich. Und ich habe sogar gesehen. Ich will, dass du mich jetzt lobst. So. So. Hey! Dani. Wow, ich lobe dich. Oh nein, Kopfgeldjäger. Achtung, Kopfgeldjäger machen Jagd auf dich. Ja, so denke ich auch drüber. Gut. Ah. So, die Frage ist, genau, da wollten wir jetzt hoch. Das ist zwar für Level 17, nee, Level 16. Genau. Ich will nochmal auf mein Pferd drauf springen. Hey. Spring drauf, Cassandra. Los. Na gut, dann mache ich. Wahrscheinlich funktioniert das nur auf ebener Fläche. Hm. So, dicke Leia. So. Oh Gott. Jetzt habe ich ja gerade auf den Chat geschaut. So. Bei den Göttern kann das wahr sein. Okay. Okay. Ja. Okay, mache ich gleich. Der Cam erstmal weg. Bei den Göttern, Hito, bist du das? Du siehst alt aus, mein Freund. Wann habe ich dich zuletzt gesehen? Kefalenia, der Auftrag von Markus, weißt du noch? Wir standen Rücken an Rücken, umzingelt von wütenden Piraten. Du warst daran schuld, die guten alten Zeiten. So, erstmal, ihr schreibt gerade so viel, ich muss erstmal durchlesen, sorry. Genau, die Story habe ich gelesen. Tobi, Sarah ist böse. Nee, Reggie, Sarah hat schon recht. Genau. Ja, passt. Genau. Ja, also Rake mit den Fanfiction, alles gut. Ist cool, wenn du es mal schreibst, aber ja, muss jetzt auch nicht sein. Sagen wir mal so. Okay, gut, dann machen wir hier mal. Oh, wie glücklich gerade Cassandra schaut. Voll süß. So, die guten Altsein, komm. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich dir den Arsch gerettet. Polier deine Erinnerungen wie deine Rüstung. Und schon stehst du glänzend da. Ich hörte, du hättest dich in Attika niedergelassen.
Ich dachte immer, du stirbst mit dem Schwert in der Hand und nicht, dass du ein Geschäft eröffnest. Das Schwert, von dem ich immer dachte, dass ich es mitnehme, ist fort. Ich könnte Hilfe brauchen, wenn du einem alten Freund beistehen würdest. Natürlich. Meinst du Arpi? Du hast das Ding geliebt. So ein Befehlshaber kam her und verlangte, dass ich sein verfluchtes Schwert repariere. Und als ich das nicht konnte, sagte er, ich sei verpflichtet, ihm einen Ersatz zu geben. Und er wollte das Schwert, das an meiner Wand hing. Oh Mann. Ich hole dir dein Schwert? Dafür habe ich keine Zeit. Natürlich hole ich ihn. Bringe dir Arpi zurück. Mach bloß keine Dummheiten. Ich vermisse sie so sehr. Hey, du kennst mich. Deshalb mache ich mir ja Sorgen. Oha. Oh, schön. Wo finde ich ihn? Wo finde ich den Befehlshaber? Er ist hier in Attika, in der Festung Philly. Oh, ist das ein Athener? Warum bedeutet dir Harpy so viel? Wieso muss ich das fragen? Also, ja, wahrscheinlich für den Zuschauer quasi. Aber an sich weiß die Cassandra das doch. Oder sollte es wissen. Warum so viel Aufregung um ein altes Schwert? Sie ist das Einzige, was ich liebte, das mich nie verließ. Woran erkenne ich Arpi, wenn ich sie sehe? Hast du etwa das Heft aus Gold und die Schlange, die sich um die Klinge windet, vergessen? Sie war immer scharf, was auch war. Und wenn ich sie schwang, tja, dann sangen die Sirenen des Todes. Sie hielt mich in jedem Gerangel am Leben. Daran erinnere ich mich. Ja, also. Sie hielt mich bei jedem Gerangel am Leben. Denk daran, wir wollen keinen Ärger. Schleich dich rein und befreie sie. Das kannst du doch noch, oder? Diese Frage ist keiner Antwort würdig. Ja, schön.